Amadeus Director's Cut, auch als Premium-Edition verfügbar. Erstmal danke für diese Neuauflage. Auch ich, Jahrgang 1973, bin stark von diesem Film begeistert. Seitdem ich ihn damals das erste Mal im Kino sah, alte Fassung. Die Musik hier ist keine Nebensache, wie sonst üblich, sondern im Grunde sogar so etwas wie der ungenannte, dennoch immer präsente dritte Hauptdarsteller. Nicht umsonst wurde ja schon oft gesagt, dass man den Film rund um die Musik aufgebaut hat, nicht andersherum, wie es normalerweise den Regelfall darstellt. Natürlich kann man hier nicht wirklich von wahren Begebenheiten bzw. echter Authentizität sprechen, aber für jeden, der so überhaupt ein gesteigertes Interesse an klassischer Musik und dem echten Mozart bekommt. Weiterhin absolut empfehlenswert. Für die Erzählstruktur des Filmes und seiner Geschichte aber war die Idee. Das Ganze so. Salieri beschreibt in Rückblicken lediglich aus seiner Sicht die Dinge, wie sich zugetragen haben sollen. Er, als ein neidischer, bedeutend älterer Konkurrent des jungen, aufstrebenden und zu der Zeit nur für ihn zweifellos viel talentierteren Mozart, der allerdings privat nur ein vulgärer Clown ist, abzuhandeln jedenfalls grundsätzlich nicht verkehrt gewesen. Alles andere kann man nachlesen. Sie unterhält bestens und fesselt den Zuschauer bis zum Ende. Auch aus der Kameraperspektive, die Einstellungen, wenn beide zu sehen sind, wurden immer so gewählt, als stehe man direkt daneben. Man empfindet so sehr schnell Sympathie, Mitleid, zumindest Verständnis für Mozart. Obwohl Salieri ja der Star im Film sein soll. Auch etwas, dass die Presse, der Film wurde insgesamt für 8 Oscars nominiert. Ebenso für beide Hauptdarsteller, gewonnen hat ihn aber am Ende nur F. Murray Abraham, dazu veranlasste, es dem Film konform so darzustellen, als hätte Salieri 200 Jahre später nochmal über Mozart gesiegt. Die Wahrheit sieht allerdings anders aus. Und genau das macht den Reiz dieses Films aus. Sich anschließend erstmal richtig mit dem Thema zu beschäftigen. Vom Director's Cut hier wusste ich bis jetzt eigentlich noch gar nichts. Obwohl er schon seit 2002 verfügbar ist. Dennoch ist es interessant, durch die nun wieder eingefügten Szenen zu erfahren, woher die große, besonders am Ende gezeigte Antipathie zwischen Constanze und Salieri herrührte oder auch so in einer alternativen Einstellung dargestellt, dass ein vermutliches Verhältnis zwischen der Sängerin Caterina Cavalieri und Mozart sich für Salieri nun völlig anders offenbarte, was ja auch sein späteres Hauptmotiv gewesen sein mag für erstgenannte neue Szene. Dadurch, dass, nur als Beispiel, diese beiden bisher fehlten, wird die ganze Handlung nun nochmal etwas dramatischer. Näheres, Achtung, Spoiler, dazu ist im Schnittbericht zu erfahren. Auch anderes fügt sich nun mit ein, das dem Film sogar ergänzend nur zugute kommt, was aber auch sein Gutes hat. Denn dadurch sind inzwischen etliche Synchronvergleiche auch auf Video, also zum Reinhören im Netz. Bei Salieri ist die neue Stimme leider eine Zumutung. Ging aber nicht anders, weil ja sein ursprünglicher Sprecher bereits verstorben ist. Daher auch nur der eine Sternabzug. W. Amadeus selbst aber zum Beispiel
oder auch der Kaiser Joseph II. Und Constanze Weber Mozart klingen alle wie gehabt. Schikaneder, Baron van Swieten, Hofkapellmeister Bonno, Graf Orsini Rosenberg. Von Strack sowie einige Nebendarsteller sind gewöhnungsbedürftig. Ihre Stimmen kommen zwar in etwa hin, aber auch deren Sprecher altern eben. Insgesamt ist auch der Ton hier generell etwas schwächer und weniger kraftvoll geraten, als es so noch in der alten Fassung war. Trotzdem wurde sich sehr viel Mühe gegeben. Und wie es sich für eine Blu-ray gehört. Das Bild ist natürlich bedeutend besser als bei der bisherigen DVD-Auflage. Im Grunde kann man also nur feststellen, dass, wer die alte Kinoversion nicht kannte, sich leichter darauf einlassen wird. Uns älteren Fans allerdings wird immer etwas dabei fehlen. Verständlicherweise. Denn der Mensch ist ja bekanntermaßen nun mal ein Gewohnheitstier, die Empfehlung, sich das Ganze einfach in der Originaltonfassung anzuschauen, ist unzutreffend. Einfach weil es sich hierbei um die Geschichte eines europäischen Künstlers handelt und auch der gesprochene Wiener Schmäh sehr gut dazu passt. Im Gegenteil, schon schlimm genug, dass ab und zu mal Englisch gesungen wurde. Fazit: alte DVD, Kinofassung aufheben. Und die neue Fassung bei Bedarf auf BD nachkaufen, gebraucht, günstig. Sorry, nun ist es fast eine rein subjektive Rezension statt einer objektiven geworden. Aber wem diese Informationen trotzdem bei seiner Kaufentscheidung weiterhelfen sollten? Warum nicht? Viel Vergnügen! Moment. Achtung. Also ab hier, wo ich das Feuerzeug reinhalte, weil zu dem Film muss ich noch was dazu sagen. Also ich habe es ja hier ohnehin schriftlich gemacht, was jetzt vorgelesen worden ist, aber wie gesagt, ich habe natürlich ein paar Angaben weggelassen, die man eigentlich auch ganz leicht nachprüfen kann, aber ich sage es halt aus Spaß nochmal dazu. Also alles, was jetzt vor dem Feuerzeug kam hier, wo ich das erste Mal das Feuerzeug reingehalten habe, wo ich gesagt habe, Achtung, bis dahin ist das, was ich schon geschrieben hatte. Also wer das irgendwie für sich haben möchte, hier was vorgelesen worden ist. Und jetzt halt nochmal was Persönliches dazu. Also, was die meisten nicht wissen oder immer noch falsch verstehen. Natürlich hat der Film eine gewisse Dramatik. Also dass angeblich Wolfgang Amadeus Mozart ermordet worden ist. Und dass Salieri sein Konkurrent war. Aber das entspricht halt auch nicht ganz den Fakten. Der Film basiert auf einem Theaterstück von Peter Schäffer, ungefähr aus den 1970er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wurde das so dargestellt. Und das hat halt Milos Forman hier, also der Regisseur, Milos Forman, hat das halt eins zu eins mehr oder weniger übernommen. Und dadurch ist halt, wie sagt man, über 200 Jahre nach seinem Tod Antonio Salieri nochmal Unrecht getan worden. Zu der Zeit, als Mozart und Salieri noch gelebt haben, waren sie eigentlich nicht wirklich Konkurrenten, sondern eigentlich nur Kollegen. Und Salieri war auch der erfolgreichere von den beiden. Obwohl er offensichtlich nicht so begabt war wie Mozart. Sie haben sogar gemeinsam eine Oper geschrieben, komponiert, Salieri und Mozart, also in Kooperation, und haben sie veröffentlicht. Und auch gegenseitig ihre eigenen Opern besucht, wenn sie dann das erste Mal aufgeführt worden sind, und haben sich gegenseitig gelobt. Also es waren Kollegen, die sich respektiert haben. Und Salieri hat es gar nicht nötig, irgendwo auf Amadeus, also auf Wolfgang Amadeus Mozart eifersüchtig zu sein. Im Gegenteil. Salieri war nicht nur finanziell erfolgreicher, sondern auch, er hatte eine Familie, er hatte Frau, er hatte Kinder. Also anders als hier im Film dargestellt, dass er ein alter, einsamer, verbitterter Mann wäre. Nach dem Tod von Amadeus, und da ist heute noch nicht klar,
auch wenn Wolfgang Amadeus Mozart vor seinem Tod selber behauptet haben soll, er hat es gefühlt, dass er vergiftet worden wäre. Ob das nun wirklich den Tatsachen entspricht. Es ist auch möglich, wovon ich ausgehe, dadurch, dass der Vater von Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold Mozart, ihn schon seit frühester Kindheit überall rumgeschleppt hat, also viel auf Reisen mit ihm war, um ihn überall fortzuführen als Wunderknabe. Das hat da natürlich, man darf ja nicht vergessen, wie damals die Straßenverhältnisse waren, da ist man ja nicht so bequem gereist wie heute. Mit der Kutsche und so weiter, im Regen, in der Kälte. Dass er da möglicherweise in seiner Kindheit, in seiner Jugend schon viele Krankheiten durchgemacht hat und davon ohnehin sein Gesundheitszustand angeschlagen war. Dass das mit ein Grund war für seinen frühen, überraschenden, plötzlichen Tod. Es gibt auch Theorien, dass es möglicherweise eine Lebensmittelvergiftung war, also verdorbene Nahrung. Oder wie im Film dargestellt wird, wie es so gezeigt wird, also dass er gerne mal einem Alkohol zugesprochen hat. Dass er möglicherweise auch eine Leberzirrhose, also dass die Leber gestreikt hat bei ihm. Dass er seinen Körper seine ohnehin schon angeschlagene Gesundheit weiterhin noch belastet hat, indem man Alkoholkonsum nicht unter Kontrolle hatte. Also man kann nicht davon ausgehen, dass er Jahre einen Grund hatte, Wolfgang Amadeus Mozart umzubringen und vor allem nicht mit Vergiftung. Das wäre viel zu offensichtlich gewesen. Was Mozart sich da dann zusammengefaselt hat, wenn das überhaupt stimmt, das sind ja wie gesagt alles Angaben von anderen, die angeblich das gehört haben oder so hinterher gemacht worden sind, das ist ja nicht irgendwo dokumentiert. Dass Mozart vermutet hat, er wäre vergiftet worden, das kann man ja leider nicht mehr nachprüfen. Also ich bezweifle es. Ich gehe davon aus, wenn jemand die Schuld an seinem Tod trägt, dann ist es sein eigener Vater, Leopold Mozart, der ihn schon seit frühester Kindheit in ganz Europa rumgeschleppt hat und ihn halt gezwungen hat, mit ihm immer auf Reisen zu gehen, damit er ihn überall als Wunderknabe vorführen konnte. Dass er da schon in seiner frühesten Kindheit, in seiner Jugend später gesundheitlich angeschlagen war und das hat halt, wie gesagt, allgemein seiner Gesundheit so viel Schaden zugefügt, dass er halt auch nicht alt geworden ist. Und auch die Lebensumstände damals, also verdorbenes Wasser, verdorbene Nahrung, also dass möglicherweise auch eine Lebensmittelvergiftung mit im Spiel war. Und natürlich auch der Lebenswandel, also sprich Alkoholkonsum, möglicherweise auch Geschlechtskrankheiten. Das möchte man heute alles nicht mehr hören, weil man ja Wolfgang Amadeus Mozart praktisch als Heiligen in den Himmel hebt, dass er im Grunde auch nur ein Mensch war, mit Fehlern, mit Schwächen. Und die Schwächen haben ihn möglicherweise auch seinen frühen Tod beschert, mit. Also nicht allein, aber mit werden das die Gründe dafür sein. Nach seinem Tod, wie gesagt, Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Salieri waren eigentlich Kollegen, die sich respektiert haben, also nicht wirklich Konkurrenten. Salieri hat es gar nicht nötig gehabt, irgendwo auf Mozart eifersüchtig zu sein. Salieri war der erfolgreichere von den beiden, bereits zu Lebzeiten. Und auch natürlich nach dem Tod von Wolfgang Amadeus Mozart. Hat die Witwe, Constanze Weber, auch den Sohn von Wolfgang Amadeus Mozart bei Salieri in die Lehre geschickt. Salieri hatte unter anderem Beethoven und andere Künstler ausgebildet und wie gesagt, sein Zutun dazu beigetragen, dass diese Künstler wie Beethoven und so weiter ziemlich erfolgreich dann geworden sind. Und wie gesagt, das wird auch der Grund gewesen sein und wahrscheinlich auch, weil Mozart und Salieri Kollegen waren, möglicherweise sogar befreundet auf einer gewissen oberflächlichen Art und Weise, dass Salieri dafür kein Geld genommen hat von der Witwe von Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ist ja, wie gesagt, nicht als reicher Mann gestorben, also er hat ja Schulden hinterlassen, die Witwe hatte dann dementsprechend eine große Belastung, das ist auch der Grund. Damals hier mit dem Massengrab, dann die Szene am Ende vom Film. Großes Gemeinschaftsgrab, wo die Leiche reingeworfen worden ist, ist mit Kalk abgedeckt worden, da lagen schon Leichen in der Grube. War das denn Vorschrift zu der Zeit, wegen solchen Gefahr? Also, dass alle größtenteils in solchen Massengräbern gelandet sind. Und B, wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen, dass die Witwe es gar nicht konnte und hätte ihm
ein opulentes Einzelgrab ausstatten können. Und deswegen gehe ich davon aus, weil die beiden möglicherweise sogar befreundet waren, zumindest waren sie Kollegen, die sich respektiert haben, die auch, wie gesagt, zusammengearbeitet haben, haben gemeinsam Opern komponiert und geschrieben und auch gemeinsam veröffentlicht. Also hat niemand versucht, den anderen da irgendwie zu übertrumpfen mit seinem Erfolg. Dass der Jerry wenig oder gar kein Geld dafür genommen hat, für die Ausbildung von dem Sohn von Wolfgang Amadeus Mozart, wo die Witwe Constanze Weber dann nach Mozart seinem plötzlichen, frühen, überraschenden Tod sogar noch den Sohn in die Ausbildung gegeben hat. Also das spricht alles dagegen, wie es hier im Film dargestellt wird. Aber es ist halt ein Film, ist klar. Es ist nicht eine hundertprozentig astreine Biografie und das ist eh schwer, nach so langer Zeit danach die Fakten hundertprozentig darzustellen, weil die Fakten ja gar nicht alles so, bekannt sind. Nicht alles ist dokumentiert. Manches ist halt Gerüchte, Hörensagen. Wie im Film gezeigt wird mit dem Requiem, was Wolfgang Amadeus Mozart nicht mehr beenden konnte. Höchstwahrscheinlich hat dann einer von seinen Schülern oder ein Schüler von einem seiner angeblichen Konkurrenten, also seiner Kollegen, hat das Requiem später fertiggestellt, weil das war nicht Salieri, der verkleidet hier mit der Maske hier, wie hier auf dem Vorschaubild hier zu sehen ist, Mozart den Auftrag gegeben hat, das Requiem zu schreiben, damit er dann, wenn Mozart stirbt, wie es angeblich hier von Salieri, wie es im Film gezeigt wird, geplant wurde, dass er das dann an seinem Grab spielen kann, also über ihn noch triumphieren kann mit der eigenen Musik, die er ihm zuvor zu Lebzeiten bereits gestohlen hat. Oder auch, wie es hier dann gezeigt wird, wo Mozart dann stirbt in der Nacht, bevor er dann am frühen Morgen verstirbt. Also stimmt eigentlich ganz die Tageszeit, wie hier dargestellt wird, wie er angeblich gestorben ist. Ist halt auch im Film falsch dargestellt worden. Das war nicht Salieri. Es war ein unbekannter Graf oder Baron, der nicht nur bei Mozart, sondern auch bei anderen Künstlern gerne mal Werke in Auftrag gegeben hat und die dann unter seinem Namen veröffentlicht hat. Und deswegen sollte das wahrscheinlich anonym passieren. Und das war auch der Grund, warum die Witwe von Mozart dann hinterher dieses Requiem hat fertigstellen lassen. Es stand ja Geld dafür in Aussicht. Sie brauchte ja Geld, sie war ja dann verarmt, hat sich, wie gesagt, hat nur noch die Kinder gehabt, also musste Mozart seine Schulden und alles begleichen. Das wird auch im Film falsch gezeigt. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Also wie gesagt, das kann man alles nachprüfen und so habe ich es auch gemacht, wo ich dann durch den Film neugierig geworden bin. Vorher habe ich mich eigentlich weiter für Mozart, seine Lebensgeschichte interessiert oder generell für klassische Musik. Dadurch ist das Interesse erst gekommen an beiden. Es entspricht nicht den Fakten, wie es hier gezeigt wird. Ah ja, und was ich auch noch sagen wollte, Mozart war weder Österreicher noch Deutscher. Mozart war Salzburger. Weil damals gab es nicht in dem Sinne Deutschland oder Österreich. Natürlich gab es diese Länder bereits, aber halt nicht als eigene Staaten. Da war noch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, wo Mozart gelebt hat. Also ein riesen Verbund von mehreren Ländern, von mehreren Staaten. Und zu der Zeit ist Mozart geboren worden und auch gestorben. Und da war halt Salzburger, weil er da herkam. Also ist auch Blödsinn, dass heute sowohl Deutsche als auch Österreicher sich drum streiten und ihn vereinnahmen wollen. Mozart war weder Deutscher noch Österreicher, Mozart war Salzburger. Und ist auch als Salzburger gestorben, also registriert, wie es damals üblich war. Taufregister und so weiter, wo man geboren wurde, ist. Und auch dann halt, als er in Wien wahrscheinlich gestorben ist, dann ist er auf diesen Armenfriedhof beigesetzt worden, wo später versucht wurde, wieder die Leiche ausfindig zu machen und dann nochmal ein neues Grab angelegt wurde, also viel schöner, viel prächtiger. Ist das wahrscheinlich auch in Salzburg irgendwo vermerkt worden. Also der Sterbedeutung. Das sind alles so Sachen, die man, wie gesagt, nicht im Film sieht. Ich weiß es nicht genau. Ich habe die Doku jetzt, also hier die Dokumentation zum Film nicht mehr genau in Erinnerung. Ich glaube, da wird auch nicht so weit drauf eingegangen. Da wird mehr auf die Entstehung des Films eingegangen, dass es halt größtenteils in Prag und so gedreht worden ist, weil da noch viele alte historische Gebäude stehen und wahrscheinlich auch, weil es billiger war, dort zu drehen. Es ist ja meistens so, dass Filme irgendwo in osteuropäischen Ländern gedreht worden sind oder auch heute noch in ehemals osteuropäischen Ländern,
gedreht werden, weil es da günstiger ist und wahrscheinlich auch unkomplizierter mit irgendwelchen Genehmigungen und so weiter. Ich glaube, da wird weniger auf die Hintergrundgeschichte eingegangen. Man kann es aber nachlesen, man kann es auch relativ leicht recherchieren. Gut, das war eigentlich jetzt mein Kommentar dazu, was natürlich hier nicht in meine Rezension eingeflossen ist. Ich habe die mehrmals geschrieben, erst zu der ersten Auflage auf DVD, die es gab, dann kam halt später dieser Director's Cut raus, wie jetzt zu hören war. Ich habe es ziemlich weit später erst herausgefunden, dass da noch ein Director's Cut existiert hat, bin dann natürlich das wieder auf Blu-ray nachgekauft, habe trotzdem meine alte DVD-Auflage behalten, weil halt, wie gesagt, die Tonspuren, also die Synchronisation, die deutschen Stimmen nicht mehr die gleichen sind und es ist Blödsinn, solche Filme auf Englisch zu gucken, also mit englischer Sprache. Es nervt schon, dass dazwischen durch Englisch manchmal gesungen wird, weil es handelt immer von europäischen Menschen. Also ist Unsinn, sich einen Film anzuschauen von Leuten, die nicht die Muttersprache sprechen, wie da, wo sie wirklich ihre Muttersprache gesprochen haben, als sie noch am Leben waren. Ich finde das Blödsinn. Das kann man gerne mit englischen oder mit amerikanischen Filmen machen, obwohl ja, wie gesagt, die Sprache dort auch nicht erfunden worden ist. Die ist ja eigentlich dahin gekommen. Bei Filmen, wie jetzt auch hier die Serie Vikings, was mich nervt. Also ich habe da auch schon teilweise die Originale gehört. Das ist Blödsinn, wenn dann plötzlich nordische Menschen aus Dänemark, aus Schweden, aus Norwegen und so weiter, wenn die plötzlich Englisch quatschen. Aber so sind halt die Amis. Kein Bock, Untertitel zu lesen. Tja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Also wie gesagt, ich kann den Film heute noch empfehlen. Ist klar, ist ein Klassiker. War für 8 Oscars nominiert. Es waren beide Darsteller nominiert, Tom Hulce und auch F. Murray Abraham. Leider hat aber nur F. Murray Abraham gewonnen. Also deswegen ist dann, wie sagt man, die Legende entstanden. Salieri hätte 200 Jahre nochmal über Mozart gesiegt. Entspricht, wie gesagt, nicht den Fakten. Die waren keine Feinde, die waren auch nicht wirklich Konkurrenten. Im Gegenteil, ist wahrscheinlich waren sie sogar befreundet. Also zumindest waren sie Kollegen, die sie respektiert haben, die sich auch gegenseitig manchmal wahrscheinlich finanziell unterstützt haben, beziehungsweise in dem Fall mehr Salieri hat Mozart unterstützt, weil Mozart immer öfters über seine Verhältnisse gelebt hat. Er hat den Sohn wahrscheinlich für wenig Geld oder vielleicht komplett kostenlos hinterher ausgebildet, also nach Mozart seinem Tod. Die Witwe hat kein Haus auf Salieri gehabt, im Gegenteil, also die Witwe war eigentlich froh, dass Salieri die Unterstützung gewährt hat nach dem Tod von Wolfgang Amadeus Mozart. Also nicht alles stimmt, was hier im Film gezeigt wird. Trotzdem ist es natürlich ein klasse Film, wissen wir ja alle. Also gerade die Leute, die den Film kennen. Ich kann nur empfehlen, sowohl die normale Fassung mit der alten Synchronisation auf Deutsch, als also die normale DVD-Version oder die normale Blu-ray, die es davon gibt. Wenn es eine Blu-ray-Auflage gab, ich glaube, davon gab es keine Blu-ray-Auflage. Also auch hier die Blu-ray-Auflage vom Director's Cut wegen den erweiterten, verlängerten Szenen. Da ist halt, wie gesagt, der Nachteil, bei manchen sind halt die Stimmen nicht mehr die gleichen, ist klar, weil die Leute, die das synchronisiert haben, gar nicht mehr am Leben waren, als dann hier die Director's Cut-Version rauskam. Da musste man halt neue Stimmen nehmen. Das hat weniger mit Lizenz oder mit irgendwelchen anderen Rechtsfragen zu tun gehabt. Ist, wie gesagt, ein klasse Film. Und wenn man sich da über die ganzen Hintergrundfakten informiert, ist es noch interessanter. Okay. Also, absolut empfehlenswert. Ciao.